Mord und Totschlag. Sequenz 10. Spürst du es, HD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Robert. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zum Nörgeln an? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, der Verräter muss sterben. Doch, Asta, bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sagen. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Alle Segel, Bewegung! Alle Segel klar zum Setzen! Nicht mehr weit, Captain. Ups. Segel setzen! Bewegung! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Setzt jeden Zoll Segel! Setzt alle Segel, die wir haben! Okay, gleich sind wir entdeckt. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Und auch nicht. Wie kann man das Schiff nicht sehen? Sind sicher, Captain. So, und hier muss sie irgendwo sein. Festhalten, okay. Da ist Hornigold. Geht näher ran. Kommt uns erschrecken hier. Gib Acht, dass wir nicht auflaufen. Da könnten Sie lahmlegen! Feuer! Bereit zum Schießen, Captain! Zurück, die werden uns... Feindliches Feuer! Ach, bereit machen für Aufschlag! Ja, das ist alles anders! Feuer! Gegner feuert! Feuer! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Mist. Ich war wieder gegen die Insel gefahren. Das war nicht gut. Feuer! Feuer!
Eissegel an die Tod. Feuer! Feuer! Und wieder desynchronisiert. Ich hätte das hier vorher aufrüsten sollen, glaube ich. Da ist Tornikow. Geht näher ran. Los! Es ist sehr eng hier. Bis jetzt noch schaffst du Wind ausrichten. Feuer! Feuer! Einfach nicht mit dem großen Schiff anlegen. War die Lösung. Ich komme wieder zurück. Jetzt sollen wir hier Ben Ranigold aufspüren auf der Insel. Der Captain geht schwimmen! Die natürlich stark bewacht ist. Flächenpost. Die sammle ich direkt mal ein, wenn wir schon dabei sind. Habe ich ja gesagt, lese ich nicht komplett vor. Da kann man später bei der Aufnahme dann Pause drücken. Und weiter.
Was macht der hier? Für Ablenkung sorgen, okay. Also die waren eben noch woanders, die sind nach hier runtergelaufen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt auch innerhalb von ein paar Sekunden wieder weggehen, wenn der hier seine Runde beendet hat. Bei mehr wie zwei wird das langsam Rebellion. Okay, das waren drei. Zumindest besser wie am Anfang bei der Tauchmission. Hier ist dann auch noch eine Maya-Stele. Ich glaube, da muss man raufklettern, ne? Ja. Okay, da ist etwas zum Ausgraben. Kommen wir so wahrscheinlich direkt dran. Hi, noch ein Schlüsselstein. You there? Oh, he's mine! Und weg damit, war das Ding explodiert. Okay, wir haben es mal nicht geschafft. Oh, hier sind auch noch drei. Ups. Thank you.
Warum drücke ich jedes Mal auf Schwerte wegpacken? Verteidigung durchbrechen. Auf der Maya-Stele waren wir doch gerade, oder? Oder ist das wieder eine andere? Ich glaube, das ist wieder eine andere. Die Musik auf einmal aufhört. Beim Finden eines Steines. Hi, noch ein Schlüsselstein. Hier oben drauf. Nein. Dann sind sie unten drunter. Oder hier drin. Aber eher drunter. Ist nur wie weit drunter. Da kann ich bestimmt noch runterspringen von dem Baum, um das Animus-Fragment zu bekommen. Ja, und Ben Hornigold wartet auch noch auf uns.
Da kommen wir nicht rüber. Da kommen wir aber rüber. Sicher, wie ich hier stehe. Auf Position! Und seid auf allen... Ups. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters. Der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassauviel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug.